Hallo Leute, willkommen zurück zum Let's Play von Minecraft Kingdoms. Ich habe mich jetzt hier rüber gebaut und jetzt gehen wir darüber. So. Ja. Wir haben diese Welt das letzte Mal gemacht. Kohle und dunkler Granit mit Kohle. Okay. Eine Hexe ist da. Das ist was. Stein, ein Feinstein. Ja, und wir haben Granit, rosenfarbener Granit, rosa Granit und Lehm gesammelt. Und jetzt schauen wir mal hier noch drüben auf die nette Festung. So. Es ist kant, also es kann sein, dass wir dann von einem Mob runtergeworfen werden. Das ist auch nicht so gut, aber. Aber es ist dann immer so ein bisschen riskant. Von einem Schmetterling runtergeworfen. Aber runterfallen lassen will ich das so noch nicht. Tief. So, jetzt. Kein Problem. Ah, 4,5 Schaden. Oh, shit. Ja, die spawnen jetzt alle, weil keine Mobs in der Nähe sind. Aber ist hier irgendwas in den Festungen? Ein kleiner Zombie. Nö. Scheinbar nicht. Ja, für was sind denn die Festungen da, wenn nichts da ist? Vielleicht Kisten im Innen, aber... Ja, ist ein bisschen schade. Ja, toll. Da ist eine Kiste, super. So. Schauen wir mal rein. Gold. Ein Sattel. Füllen wir mal. Oh. Nein. Das Kletter wieder betrieben schnell. So. Diamanten. Okay, das war. Ja, da war. Da ist noch eine. Eine Kiste. Kultanisch. Ja, nehmen wir mal mit. Und das Schwert nicht. Da ist nichts mehr. Ja, sind nicht so ertragreich, die nette Festungen hier. Also können wir getrost ignorieren. Die Welt dort wieder löschen. Boah, diese Viper. Ja, dann gehen wir wieder zurück. Ist wirklich nichts Besonderes hier. So. Und soll die Welt auch wieder löschen. Na gut. Also eben, es können wirklich ganz scheiße Welten rauskommen. Aber eben, das ist so ein bisschen experimentieren. Irgendwann haben wir die perfekte Welt und so. Und können dann gut farmen oder so. So, Bücher wegwerfen. Hallo? Gut. Eins, zwei. Tschüss. Wollen wir noch ein bisschen Level sammeln? Ach komm, weil wir gleich schon mal da sind.
weil wir in nächster Zeit nicht mehr so viel Leveln erfarmen können. So, noch ein bisschen Sulfur mitnehmen. So. Und ja, sonst haben wir hier gerade nichts mehr. Naja, gehen wir wieder zurück. Ja, hier oben war's. Das sind ja diese Lava-Blöcke. Blubber, Erde, Zeugs. Die sind im Rand zündet und das hat mich umgebracht sozusagen, weil ich dann einfach nicht mehr gut kämpfen konnte mit so wenig Herz. So. Dann, legen wir mal die Sachen. Kiste, die wir da gerade haben. Wo soll ich die? Ja, komm. Sulfur noch. Nette Warzen. Tun wir die da unten hin. Hier sind ja auch Rüstungen. Und machen dann eine spezielle Truhe. Ich will auf jeden Fall die Pferde halt auch dann in den Völkern ausrüsten mit Pferdepanzer. Ja. Hier sind die Sättel. So. Hier fahren wir jetzt mal Resin. Machen wir. Ja, hier hin. Das sind Treppen. Sodele. Ah, Nettoquarz haben wir noch. So. Ja, da können wir ja nicht die gleich auch hin rein tun. Können wir da ein paar? Nö. Machen wir die da oben noch rein. Sodele. Ja. So. Und machen eine neue Welt. Solange wir noch können. Welt 3 und das Buch noch nicht vergessen. So, neue generieren. Komm, beten. Beten. Eine Obsidianwahl. Hä? Ich wollte aber eine bessere Welt. Ja, du nicht eine Obsidianwelt. Shit. Und da unten ist irgendwas. Wahrscheinlich auch Obsidian oder so. Naja. Ach komm, hey, ich will doch nicht die ganze Zeit Welt machen. Nur um sie kurz anzuschauen. Aber da hinten ist... Was ist das? Schnee. Eine, ist das ein Roguelike Dungeon? Ah, eine Bibliothek. Die brauchen wir. Ah, eine Bibliothek. So, jetzt muss ich mich wieder konzentrieren, damit ich nicht in ein Loch falle. Da ist eine Schlucht. Die führt wahrscheinlich auch bis tief runter. Nö. Kurz schlafen. Dann gehen wir in den Roguelike dann. Wieso nicht? Dann haben wir immerhin etwas zu tun in dieser Welt. Ah, da sind Creeper schon gespawnt und Skelette. Ich das Skelett irgendwie gut angreifen könnte. Naja.
Wir gehen einfach hinten rein. Das merkt schon. Ah, das fällt sogar runter. Und das Creeper-Feld-Ding merkt auch nichts. Ja, dann machen wir mal eine Axt. So. Hier in den Ecken sind auch manchmal Truhen. Hier nicht. Hier auch nicht. Ja, diesmal wahrscheinlich nicht. Doch, hier ist eine. So. Mit denen können wir dann eben die besten Welten machen. Aber das wollte ich mal. Eine Welt, die eine Bibliothek hat. Schon cool. So, die machen wir gleich mal in die Kiste. In den Rucksack. Und können wir noch ein paar Bücher abbauen. So. Da oben ist nichts, aber es ist da nochmal auch etwas. Ah, das. Kann ich alles noch. Ja, die brauche ich ja. Ja, doch, die könnte ich dann noch gebrauchen. Nehmen wir die auch mit. So, dann haben wir die erste Bibliothek. Lagerend. Es ist momentan nichts mehr in Sichtweite. Keine Bibliothek mehr. Dann gehen wir in den Roguelike Dungeon. Oh. Das wird wahrscheinlich ein komischer Droglack Dungeon. Wird überall Obsidian noch haben, wo es offen ist. So, aber ich möchte kurz hier noch ein Roku. So, eins. Steinstufe. Die sind alle falsch beschriftet. Das sind Stein. Ja, doch, schon Steinstufe, aber. Halbstufe, oder? Wie sagt man denn? Bücher. Haben wir jetzt genug? Feuerresistenz. Ein Fisch. Papier können wir ja noch gebrauchen. Sonst nichts. Hier haben wir Sulpus Shoes of Lightness. Okay. Nehmen wir, ziehen wir an. Kekse. Nehmen wir mit. So, Ja. Machen wir ein paar Fackeln und leuchten kurz hier aus. So, ja, ich wusste, dass du kommst. Ausleuchten. So, Dele. Eben austauschen, Rucksack. Nein. Oh. Haben wir den schon ausgetauscht? So. Das brauche ich wirklich nicht. So. Ein Ding noch ausrüsten. So. Oh, da ist ein Skelett, das recht gepanzert ist. Die Schuhen. So. Hier haben wir nichts mehr, oder? Nein, scheinbar nichts. Drin ist Obsidian. So, hier haben wir einen Trank der Vergiftung. Kettenhauben, Papier.
Schutz 1 kann ich später dann ausrüsten. So. Nicht wegschießen. Ein Schärf 1 Buch. Papier. Stick. So. Das macht, glaube ich, das Licht an. Daus, genau. Ja, dann bauen wir uns hier mal. Ja, das ist auch Obsidian. Hier. Oder, Moment, lieber zuerst hier, damit wir das nicht vergessen. So. Hier haben wir eine Kürbislaterne. Die halten recht viel aus. Trank der Heilung. Oh, wichtig. Sehr wichtig. Das könnte unser Leben retten. Ja, komm. So. Dann ist hier fertig. Dann gehen wir in den nächsten. Ah, da ist noch ein Eingang. Mit Kohle. Statistics. Spinnenaugen, Birkensetzlinge, Melonenkerne. So, weiter Platz machen. Aber es geht recht gut, also das mit den Rucksäcken. Die kann man richtig einfach befüllen. Schon viel entspannter. Also am Anfang, als wir die ganze Zeit das Inventar voll hatten und nichts mehr mitnehmen konnten. So. Und kurz. Ja, noch 5 Minuten können wir den Part noch lassen. Damit ich einfach nicht vergesse, dann plötzlich den Part zu umwenden, dann er groß ist. Zu groß. Mit der YouTube ein paar Probleme macht. Sind wir fertig? Haben wir da noch etwas? Wir haben nichts mehr, wir waren überall. Gehen wir runter. Okay, da, das ist nicht so gut. Gut, zum Glück sind die Spinnen hier eingesperrt. Besuchen wir doch diesen Zombie zuerst. So. Da haben wir einen guten, Ding. Kettenpanzer. Wow. Die spawnen alle auf einmal. Shit, brauchen wir den Trank gleich mal? Nicht unbedingt, oder? Nee. Puh, aber schon heftig. Deftig, heftig. Die Skelette können viel mehr Schaden machen. Doch nicht so schnell. Boah, heftig. Wir machen hier mal zu, hä? Für den Moment. Nächster Rucksack. Auch die Sachen hier hinein. Ich will kurz schauen, dass das besser ist. Ja, ja, denke. Ja, Feuerschutz ist hier nur schusssicher. Protection 5. Natürlich. So. Ja, den Steinaxt lassen wir noch draußen. Gut. Komm, heil dich doch schneller. Oh, Menno.
Den Rucksack hier weg. Der hat mich wirklich so komisch getroffen. Das irgendwie lädt das ein bisschen komisch. So, puhu. So. Okay, hier haben wir eine Eisenschaufel. Da haben wir nichts mehr. Da kann ich die Bücher noch mitnehmen. Und hier. Buch, Zinnbahn, Ladanum. Zerbungsschuld, gebratenes Hühnchen. Oh. Heftig, wie viel Sachen hier gibt in den Truhen. So. Hier haben wir einen Feuerstein. Schadenstrank, werfbar. So, machen wir ein bisschen vorwärts. Gehen wir noch kurz hier schauen. Also hier haben wir mal einen Plattenspieler. Den nehme ich mit. Ja, Teppich oder so brauche ich nicht. Die kann ich dann selber herstellen, gut. Eine Schallplatte, eine kaputte, ne? Die treffen durch die Blöcke. Meine ich das nur? Ah, ich liebe die Dungeons. Die sind schon geil. Also das bietet recht viel Sachen, die wir ja einsammeln können. Die wir gebrauchen können und auch viel Action. So. Jetzt muss ich noch schauen, welcher Rucksack ist noch leer. Sind alle voll jetzt? Ja, hier, der ist noch ein bisschen leer. Den mache ich dann unten. So. Aber jetzt muss ich den Part beenden. Das ist sonst wieder zu lange. Bis zum nächsten Mal. Euer Drago. Tschüss.